Abschlussfrage, letzte Frage, ganz kurz, ganz anderes Thema. Energiewende. Jetzt gibt es viele, die diskutieren, welche Lösungen man strukturell aufbauen sollte und welche nicht. Wie kann denn in dieser Diskussion sichergestellt werden, dass die Transformation, die wir da gerade erleben, zu nachhaltigen Geschäftsmodellen führt, die sowohl ökologisch, aber auch wirtschaftlich ausbalanciert sind? Also zunächst einmal sind wir, glaube ich, an einem wichtigen Punkt dieser Energiewende. Da hilft auch der Druck, manchmal hilft ja Druck, den die jetzige Situation auslöst. Wir müssen uns jetzt entscheiden, in welcher Priorität und in welcher Geschwindigkeit wir mit was vorangehen. Zurück liegt eine große gesellschaftliche Auseinandersetzung um die Atomkraft, um die CO2-Emissionen von fossiler Energie etc. etc. Gleichzeitig liegt aber auch auf dem Tisch, und das muss man immer wieder betonen, das, was wir zurückliegend gemacht haben, haben auch den Generationen, die jetzt sich zu Recht Sorgen um die Zukunft machen, also die Jungen, es die Möglichkeit gegeben, sich darüber Gedanken zu machen. Also nochmal, das ist immer so. Es gab eine Generation, die kam aus dem Krieg und hatte nichts. Und jetzt ist eben die Herausforderung diese Transformation. Das war vielleicht mal als Ausgangspunkt. Dann ist diese Auseinandersetzung über Jahrzehnte auch in einer gewissen Art und Weise erfolgt. Angriff, Verteidigung und so. Das ist aber eigentlich durch, weil es ist in der Industrie, es ist in der Wirtschaft, es ist in der Politik, es ist auch in der breiten Gesellschaft eigentlich klar, wir wollen den Weg gehen. Und deswegen erwarte ich von allen, die daran auch zu Recht darauf stolz sind, dass sie diesen Kampf geführt haben, jetzt mal zu erkennen, dass die Formen, in denen sie weitermacht, sich gerade verändern. Und wenn das weiter in diesem Konfliktmodus bleibt, dann bedeutet das, dass wir uns nicht einigen. Und wenn wir uns nicht einigen, verlieren wir Zeit. Und wenn wir Zeit verlieren, dann versündigen wir uns am Ziel. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Das gibt es natürlich auch alles in der Politik. Parteien und Akteure, die dafür oder dafür stehen. Auch da gibt es auf der abstrakten Ebene Einigkeit. Und dann ist natürlich, das ist aber immer so. Also die Frage, was lohnt sich denn jetzt als erstes? Wo können wir am meisten CO2 sparen? Oder haben am ehesten die Chance, das in der Geschwindigkeit zu machen und so weiter? Das muss jetzt die Diskussion prägen. Drittens, infrastrukturelle Notwendigkeiten. Wir haben ein erneuerbaren Angebot im Norden, das wir nicht in den Süden kriegen. Wir verschenken diesen erneuerbaren Strom. Ist das nicht unsinnig? Das wissen auch alle. Das betont auch irgendwo jeder in seiner Rede. Aber das ist doch Prio 1. Da haben wir natürlich einen englischen Begriff gefunden dafür, Redispatch. Das ist verschenkter Strom. Es gibt Tage, da verkaufen wir den Strom mit Minus, weil wir ihn loswerden müssen. Da zu sagen, dieser Netzausbau hat Prio 1. Übrigens für Süddeutschland erst recht. Da quatschen die alle kreuz und quer durcheinander. Das Problem kennt jeder. Das Zweite ist auch die Frage, europäisch zu denken. Ich meine, Deutschland will das immer in seinem eigenen Vorgarten lösen. Die Frage einer erneuerbaren Energieinfrastruktur mit Speichern, mit Industrie, wenn man die nicht verlieren will, braucht ganz Europa. Übrigens wäre für Südeuropa ein schönes Aufbauprogramm, weil die haben natürlich alle Krisen, die hinter ihnen liegen. Ich meine, das haben wir ja auch als Deutsche mitgemacht. Wir haben denen ja Geld geliehen, nicht geschenkt. Das heißt, wenn die da rauskommen wollen, dann könnten die zum Beispiel die erneuerbaren Solarenergie in Spanien, diverse Dinge, auch dazu nutzen, ihre eigenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wir brauchen den Strom. Und wir können den nicht nur in Deutschland herstellen. Wir müssen darüber hinaus, natürlich bei CO2 sind wir in Europa einig, aber wir dürfen nicht das Elektron politisieren. Was bedeutet das? Wenn wir keine Kernenergie wollen, was okay ist, kann man machen. Dann können wir nicht irgendwann eine Diskussion beginnen, wir wollen den französischen Strom aber nicht oder so. Wir brauchen alles, was wir da haben, was CO2-arm ist oder CO2-los ist. Warum? Es ist wirklich scheinheilig, wenn wir am Ende die Industrien, die wir hier haben, die eigentlich ökologisch zu den sensitivsten gehören weltweit und die übrigens in der Regel auch sozial, weil wir Gewerkschaftsarbeiter haben und so weiter, natürlich unter anderen Bedingungen als irgendwo auf der Welt stattfinden, wenn wir die einfach verdrängen und sagen, die gehören hier nicht mehr hin,
dann ist das aber auch eine Politik, die die Argumente für einen globalen Klimaschutz in Frage stellt. Denn der Klimaschutz ist global. Es ist egal, wo die Tonne CO2 emittiert wird. Und deswegen finde ich es völlig moralisch berechtigt, um diese Industrien hier zu kämpfen, weil sie in der Regel, außer sie haben eine nagelneue Fabrik irgendwo, in der Regel ist es hier besser als woanders. Ich gönne auch anderen ihre Entwicklung, absolut. Aber es gibt einen Grund, ohne dass man sich schämen muss, zu sagen, wer um die Industrie in Europa kämpft, der kämpft auch um Nachhaltigkeit. Mhm. Und deshalb, das in Einklang zu bringen, das ist natürlich jetzt keine pointierte Antwort auf Ihre Frage, die kann man aber auch nicht kurz machen. Wir haben was zu priorisieren, wir haben was zu investieren, wir haben alle Kräfte zu bündeln. Und die Schaumschlägerei von Kampagnen, ich kenne Kampagnen, auch Gewerkschaften machen das. Das macht man mal in einer Phase, wo man pushen muss. Dann muss man aber auch in eine Phase der Verantwortung kommen. Und das erwarte ich auch von den NGOs, die stolz auf ihre Erfolge sein können. Also Herr Vassiliadis, ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich fand es sehr interessant, Ihren Ideen und Gedankengängen zu folgen zu dürfen. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute dafür Zeit genommen haben. Gerne. Ich schaue jetzt nach Ihren Ausführungen schon wieder etwas positiver in die Zukunft heute und ins Wochenende. Also ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut und hoffe, Ihnen und Euch hat es auch gefallen. Gerne. Danke. Vielen Dank.